Ja, Freunde, was geht? Hier ist Relit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja, Freunde, wir haben jetzt in der letzten Folge Elise gesucht. Ich dachte mal Elise wegen Champs-Élysées. Ja, wir haben die Elise gesucht, weil die ja von den Templern gesucht wurde, weil die die töten, ja, weil die ja töten wollten. Und wir haben die zum Glück jetzt noch gerettet. Und ich denke mal, wir treffen die jetzt wieder hier in den Café und jetzt plaudern die. Viel Spaß beim Zuschauen. Also? Also. Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Vertraust du mir? Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Ist das? Eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Arno? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen. Und wir werden, Meister Kimmer. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arno, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Naja, was soll man dazu sagen? Will die uns in eine Falle locken oder will die uns wirklich helfen? Das muss man abwarten, ne?
Übrigens habe ich mir eine neue Waffe geholt. Die sieht ja aus wie eine Machete. Aber es nennt sich irgendwie anders. Wie auch immer. Finde ich halt viel besser. Die ist halt viel effektiver zu diesem Mammuts da, diesem Mammutstempler, den ich immer kämpfe, anstatt so einen dünnen Zahnstocher in meiner Hand zu halten. Quasi so ein Schwert halt im Spiel. Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sich schon überlegen. Wohin geht's denn jetzt? Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit, die er kann nicht immer kommen. Komm wieder zur Ruhe, du Angel. Verhalte deine Hände bei dir. Ja, ich habe hier etwas für dich. Wo ist er? Ich verstehe es auf der Rüssau dann von Rache. Hä? Warum? Lauf die weg, hallo! Elise! Ey, ist das der Garten, wo ich den Apfel geklaut habe? Was hast du denn vor? Wie geht es dir? Warte auf mich! Hallo? Ja, ich hab dich doch schon längst überholt. Warte doch! Wo willst du denn hin? Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Was soll das, seine alte Werkstatt? Dieser Silberschmied da, ne? Biene. Nach oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle! Also, da kommt jemand. Na, na. Seht, wer da ist. Tötet sie! Wer ist denn jetzt gekommen? Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir... anklopfen. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno, schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet.
Sagen wir es Mirabeau. Schnell! Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Also doch eine Falle. Bleib unten! Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Novize, hier ist Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Ugh!
So, Freunde. Das war... Was wollen wir machen? So, Freunde, das war jetzt die Folge mit Elise. Die haben wir jetzt gerettet, glaube ich. Oder die wollte... rede ich da schon wieder. Das war ja davor die Mission. Wir haben jetzt die Werkstatt von dem einen da durchgesucht. Leider nichts gefunden. Ich hatte einen kleinen Zwischenstopp gehabt. Ich musste für meine Eltern was machen. Und ja. Deswegen jetzt hier so Räumlichkeiten ein bisschen anders. Deshalb würde ich sagen, das war's an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben. Folgt mir auf Insta und Snapchat sowie auf Facebook. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Khaled.